Tammy-Mädelchen, sieht man sich auch mal wieder? Ich muss ja mal nach euch sehen. Guckt dir unser Tammy-Kind an, strahlend hübsch wie ein taufrischer Morgen. Ach, was du einem Mädel für Komplimente machen kannst, man wird ja ganz verlegen. Sieh mal einer an, Handbox. Was treibst du dich denn hier rum? Ich denke, du bist im Gefängnis. Nee, seit gestern bin ich wieder raus, ja. Dein Onkel, der Kalli, der hat mir einen Job gegeben. Damit wird er mich rehabilitieren. Komm, halt den Schnabel, langweil Tammy nicht mit meinen guten Taten. Oh, oh, oh. Augenblick, Onkel Kalli, wart mal mit den Kartoffeln, bis die Soße heiß ist. Kannst du mir verraten, Henk, was das für eine Art von Job ist, den du von Onkel Kalli bekommen hast? Tu mir einen Gefallen und zerbrich dir nicht dein niedliches Köpfchen über unsere Geschäfte. Geschäfte? Wenn ich das schon höre. Kalli, du sind ja Maulwurf. Ich weiß, worum es bei dem Geschäft geht, um Lusches Brennerei. Brennerei? Hab ich vielleicht irgendwas von Brennerei gesagt? Und trampelt mir nicht dauernd auf dem armen Henk rum. Für das, was er getan hat, hat er gebüßt. Ja. Und nicht zu knapp. Und da kommt ihr und wollt ihn gleich wieder schlecht machen, als ob er je so was Böses tun würde wie Schnaps brennen. Guten Morgen, Nachbarn. Oh, guten Morgen, Sheriff. Ah, da bist du ja, Kalli. Mhm. Ich dachte, du würdest gern ein Andenken von der Schnapsbrennerei haben, die ich eben gefunden habe. Ich muss schon sagen, Onkel Kalli, das ist ja... Das muss ein Irrtum sein, Sheriff. Ich habe keine Schnapsbrennerei. Jetzt hör mir mal gut zu, Karl Pepperthalden. Der Sheriff von deinem Heimatort hat mir ein Wort über dich zukommen lassen. Und das Wort heißt aufpassen. Aber da du ja nur zu Besuch hier bist, will ich nicht so seine mal ein Auge zudrücken. Aber wenn ich dich noch mal dabei erwische, dass du dir eine Schnapsbrennerei baust, kommst du diesmal ins Kittchen. Darauf kannst du dich verlassen. Jawohl, Sir. Kalli, damit du nicht erschrickst, wenn du gleich einen Knall hörst, der drüben aus dem Wald kommt. Das ist nur die Brennerei, die ich in die Luft sprenge. Ach so. Dass die Leute einem auch jeden Spaß verderben. Onkel Kalli, wenn du glaubst, dass du unbedingt Geld verdienen musst, dann sollst du es aber auch durch ehrliche Arbeit verdienen. Ehrliche Arbeit? Mädel, weißt du auch, was du da sagst? Ja. Vergeude nicht deine Zeit mit ihm, Tammylein. Wer wird so nichtsnutzigen, gesetzbrechenden alten Ziegenbock schon Arbeit geben? Ich weiß, dass Mr. Brent sowas wie einen Gärtner sucht. Ich werde ihn davon überzeugen, dass Onkel Kalli wie geschaffen ist für diese Arbeit. Die lässt doch nicht Onkel locker. Onkel Kalli, ist ja wirklich nicht so, als ob es eine knochenbrechende Arbeit wäre. Brauchst nichts zu tun, als die Blumen in Ordnung zu halten. Babysitter spielen für einen Haufen verwelkter Blumen. Amen. Kaltpeppertausend. Deine Brennerei hat eben den letzten Atemzug getan. Oh, Himmelarm und Wolfenbruch. Wie ist es? Willst du die Stellung nun annehmen? Was bleibt mir anderes übrig? Es ging bei mir ja schon oft mal so auf und ab, aber so tief gesunken wie jetzt bin ich noch nie in meinem Leben. Auf den Hund gekommen bin ich, könnte man sagen. Hörst du den Südwind? Haben wir wieder mal hingekriegt. Der erste Schuss im Krieg gegen die verflixte Arbeit. Ich bin stolz drauf, wir müssen eine Medaille bekommen. Ist ein Ding, wie du das wieder geschafft hast, Chef. Bekommt einen Job und kriegt gleich dazu eine versteckte Brennerei geliefert. Hier wird er uns nie finden, dieser Schnüffler von Sheriff. Ich habe meine Spuren besser verwischt, als ein Sumpffuchs mit dem Schwanz machen kann. Wirklich erstaunlich. Die jungen Triebe haben fast kein Ungeziefer mehr, seitdem ihr Onkel Kalli sich um sie kümmert. Er muss irgendein Geheimrezept haben. Hat er bestimmt nicht, Mr. Brent, aber er sammelt die Viecher zweimal täglich ab. Na, ich muss sagen, eine mühselige Methode. John, hier stecken sie. Guten Morgen, Lavinia. Ich wünsche einen schönen guten Morgen, Mrs. Tate. Guten Morgen, Timmy. John, ich muss unbedingt mit Ihnen über die Blumenausstellung reden. Gern, aber warum so eilig? Die ist doch erst in einem Monat. Ja, natürlich, aber das Komitee möchte schon lieber jetzt die Preise besorgen. Sie wollen wissen, ob Sie wieder den Pokal für die schönste Rose aussuchen. Den Pokal, den ich jedes Jahr gewinne. Aber natürlich, mit dem größten Vergnügen. Nur weiß ich nicht, ob Sie ihn dieses Jahr wieder so sicher gewinnen werden, Lavinia. Ihre Tetrose hat diesmal eine ernsthafte Konkurrenz. So? Ich schicke auch eine Rose zur Ausstellung. Ja? Denken Sie mal, Mrs. Tate, Mr. Brent hat die Rose nach mir benannt, die Tammy-Rose. Ist doch so richtig was zum Freuen und zum Stolz sein. Sie nennen sie im Ernst Tammy-Rose? Tammy hat mich gewissermaßen dazu inspiriert, das war ihre Idee. Sie hat mir ein paar Ableger von ihren wilden Rosen von zu Hause mitgebracht und die haben mir so gut gefallen, dass ich sie mit einer meiner edelsten Sorten gekreuzt habe. Ich finde das außerordentlich demokratisch. Eine hochkultivierte, kostbare Pflanze mit einem gewöhnlichen Sumpfunkraut zu kreuzen. Wirklich einzigartig. Wenn Ihre Rosen mickrig bleiben, Mrs. Tate, machen Sie es doch einfach so wie Opa. Gießen Sie sie täglich mit einer Mischung zur Hälfte Kompost und Hälfte Mist aus der Schweinesuhle. Das hilft garantiert.
Wenn Sie wollen, wird Ihnen mein Opa gerne Wagenladung davon bringen. Danke, aber ich will versuchen, auch ohne das Zeug auszukommen. Habt ihr eine Probe mitgebracht, hier in diesem Sprühfläschchen? Gut. Komm, mach mal den Mund auf. Scheint ja wieder mal hingehauen zu haben, was? Du verdrehst ja schon nach dem kleinen Schlückchen die Augen. Meine Herren, was? Das ist ein Stöffchen. Karl Pepperthalten, ich ernenne dich hiermit zum König der Schnapsbrenner. Onkel Kalli! Nanu, Hank Box, war mir doch so, als hätte ich dich durch die Büsche schleichen sehen. Bin nur für einen Augenblick vorbeigekommen, um deinem Onkel guten Tag zu sagen, Tammy. Du kannst selber sehen, Hank, dass Onkel Kalli keinen Schnaps mehr brennt. Es stimmt doch, Onkel Kalli, nicht? Hast ja gehört. Endlich wandelt er auf dem Pfad der Tugend. Halleluja! Nun ist aber Schluss mit dem Gequassel. Wie soll ich mit der Arbeit fertig werden, wenn du hier herumstehst und schnatterst wie eine Ente, der man's Nest geplündert hat? Husch, husch, weg! Schon gut, ich gehe. Und dir sage ich ein für alle Mal, Onkel Kalli ist ein neuer Mensch geworden, also versuch nicht, ihn wieder auf die falsche Bahn zu bringen. Ja, wo werde ich denn, wo er einmal ehrlicher Arbeit nachgeht? Du sagst es, mein Freund. Kannst du mir die Kehle noch mal mit einem winzigen Spritzer anfeuchten? Mein Hals ist ganz ausgetrocknet von so viel Lügen auf einmal. Da. Suchen Sie was, Mrs. Tate? Nein, ich habe sie mir nur mal aus der Nähe betrachtet, Ihre Tammy-Rose. Ich hoffe nur, Sie sind nicht böse, Mrs. Tate, dass Mr. Brand Sie auf der Blumenausstellung zeigen wird. Aber warum denn? Meine Gefühle, die ich für diese Rose empfinde, sind genau die gleichen Gefühle, die ich auch für Sie empfinde, liebe Tammy. Oh, vielen Dank, Mrs. Tate, das haben Sie wirklich nett gesagt. Ich muss sagen, die Blumen sind in einem guten Zustand, kein Ungeziefer ist dran, das ist wirklich ganz erstaunlich. Das verdanken Sie Onkel Carlys Pflege. Seitdem er sich um Sie kümmert, werden Sie wunderbar. Tja, ich muss nun wieder an meine Arbeit gehen. Gucken Sie sich nur um, solange Sie wollen. Danke. Bitte, Mr. Tarleton. Der Teufel soll die holen. Mr. Tarleton, einen Augenblick. Guten Morgen, Mrs. Tate. Guten Morgen. Kommen Sie, wir gehen lieber ein Stückchen weiter. Ich habe nämlich eine Menge Rattengift gegessen. Gestreut, meine ich. Das ist gefährlich. Es ist besser, wenn Sie dem Schuppen nicht zu nahe kommen. Wollen Sie etwas Bestimmtes von mir? Erraten? Sie haben es erraten, Mr. Tarleton. Tammy hat mir eben erzählt, wie wunderbar alle Blumen unter ihrer Pflege gedeihen. Und da haben Sie Ihr Geheimnis drin, darauf wette ich. In dem? Nein, bestimmt nicht. Das ist was ganz kommen anderes. Kommen Sie, Mr. Tarleton, wir können es doch ruhig verraten. Wir sind doch gute Nachbarn. Ich habe sämtliche Sprühmittel, die auf dem Markt sind, ausprobiert. Sie nützen überhaupt nichts. Lassen Sie mich doch mal Ihres versuchen. Hey, nicht so hastig. Das ist nicht für Sie, Mrs. Tate. Dieses Zeug ist bloß so zu Experimentierzwecken. Ich habe es nämlich selber noch nicht ausprobiert. Dann werde ich es tun. Es ist bestimmt besser als meins. Ich danke Ihnen, Mr. Tarleton. Sie sind ein Engel. Ja. Ach, du lieber Himmel, die Frau hat bald lauter stockbesoffene Rosen in ihrem Garten stehen. Ich bin ja sowas von müde von dieser verflixten Arbeit, dass ich bestimmt kein Bissen runterkriegen werde. Ach komm, gib mir noch was von dem Fleisch mit Kartoffeln, Tammy. Bitte. Nun tu mal nicht so, Kalli. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von so ein bisschen Arbeit gestorben wäre. Aber vom Ausruhen ist so viel, ich weiß auch noch niemand gestorben. Nein, wirklich, Opa. Ich glaube, wir müssen doch mächtig stolz auf Onkel Kalli sein. Mr. Brent sagt, er ist der beste Gärtner, den er bis jetzt gehabt hat. Hätte nicht geglaubt, dass ich noch mal den Tag erlebe, wo er gegen Rosenläuse kämpft, anstatt gegen das Gesetz. Es gibt Leute, die sich nun mal nicht ändern können. Es gibt aber auch wieder welche, die es eben können, so wie ich. Schwätzer. Ja, da ist schon was Wahres dran, wenn ich so überlege. Aber du musst zugeben, dass mit dem Ändern, das war bei dir viel dringender als bei den meisten, nicht? Hm. Guten Abend, Sheriff. Schönen guten Abend, Sheriff. Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Was würden Sie von der Tasse schönen warmen Kaffee halten? Nein, danke. Ich mache hier keinen Freundschaftsbesuch, Tammy. Ich bin leider rein dienstlich zu euch gekommen. Karl Pepperthalton. Hier. Ich beschuldige Sie hiermit der Schwarzbrennerei und des illegalen Vertriebs von Schnaps. Ja, wo soll ich denn den gemacht haben? Ich habe doch keine Brennerei. Oder haben Sie vielleicht irgendeine gefunden, Sheriff? Haben Sie, ja? Bis jetzt noch nicht. Aber ich habe in Erfahrung gebracht, dass wieder mal frisch gebrannter Schnaps verkauft worden ist. Ein Gesöff, das einem vom Sockel haut. Sowas kann nur ein Tarleton gebaut haben. Siehst du nun, wie das ist? Wenn du bloß einmal mit dem Gesetz was zu tun gehabt hast, bleibst du für die immer der Sündenbock. Nun hörst du aber auf damit, ja? Sheriff, ich kann Sie vollkommen verstehen, dass Sie ihn immer wieder verdächtigen, aber diesmal wollen Sie ein Bärenfell von einem Hasen. Onkel Kalli hat jetzt eine ehrliche Beschäftigung. Ich kann das bezeugen, es ist so. Tammy hat ihm oben bei Mr. Brent einen Arbeitsplatz verschafft. Mhm. Er ist da Gärtner. Mhm. Tja, da Sie mir das bestätigen, Tammy, muss ich es ja glauben. Kalli, ja? Ich werde mich bei Ihnen wohl entschuldigen müssen. Ich habe Ihnen Unrecht getan und ich bin manns genug, es auch zuzugeben. Schon gut, Sheriff, und ich bin manns genug, Ihre Entschuldigung anzunehmen. Für mich ist nur wichtig, dass Sie einsehen, dass Sie diesmal auf dem falschen Dampfer gewesen sind.
Ja. Ist doch wahr. Pass lieber ein bisschen besser auf, damit du den richtigen Schnapsbrenner erwischt, anstatt immer nur bei uns rumzuschnüffeln und einen unschuldigen Mann zu verdächtigen. Ach, du hältst dich da raus, Mordecai. Lass ihn doch so machen, wie er will. Nur ruhig, Blutsheriff. Ich sag immer, Eile mit Weile. Ah, keine Bange. Der Kerl entwischt mir schon nicht. Ich habe nämlich eine Straßensperre aufgestellt am Fluss entlang. Das ist großartig. Da können Sie jeden kontrollieren, der durchfährt. Straßensperre, sagten Sie? Wo fahren Sie denn jetzt hin, Sheriff? Ich muss zurück in die Stadt. Sie fahren wohl nicht zufällig die Straße am Fluss runter? Doch, den Weg nehme ich ganz bestimmt. Ich will mal die Straßensperre kontrollieren. Warum denn? Ach, würden Sie mir vielleicht einen Gefallen tun und im Vorbeifahren bei den Bentons für mich dieses Rosensprühmittel abgeben? Wissen Sie, der alte Tom Benton kann es kaum noch erwarten, es zu benutzen. Aber natürlich mache ich gern. Gute Nacht miteinander. Gute Nacht, Sheriff. Na, was ich noch sagen wollte. Ja, was denn? Bleib bei dieser Arbeit, Cully. Ja, das werde ich, das werde ich. Also nein, wirklich, das muss ich euch beiden sagen. Es gibt einem Mann ein richtig beruhigendes Gefühl, auf guten Fuß mit dem Gesetz zu stehen. Oh. Um Himmels Willen, du bist ja schon wieder bei deinen Rosen. Mama, das ist wirklich unvernünftig von dir. Lass nur, Kindchen, ist schon gut. Ich muss dir mal zeigen, was mit den Rosen passiert, wenn ich sie mit dem Zeug bespritze, das ich von Tammys Onkel bekommen habe. Aber das ist ja unwahrscheinlich. Die Läuse sterben innerhalb von wenigen Sekunden. Nichts, was ich bisher hatte, ist mit diesem Mittel zu vergleichen. Es ist hundertprozentig todbringend. Sag mal, Mama, deine Rosenschnupfenallergie ist ja schon wieder schlimmer geworden. Ich glaube, du solltest von den Rosen wegbleiben, jedenfalls eine Zeit lang. Das kann ich nicht, Gloria. Du weißt, Rosenzüchten gehört zum Hauptinhalt meines Lebens. Du weißt auch, was auf dem Spiel steht. Dieses Jahr muss ich unbedingt mit meiner preisgekrönten Tate-Rose diese widerwärtige, sumpfgezüchtete Tammy-Rose schlagen. Wenn diese Mistzüchtung von einer Pflanze den Preis bekommt, dann habe ich mich für ewige Zeiten blamiert und alle Leute werden über mich lachen. Meinst du nicht doch, du solltest lieber ins Haus gehen und von deinen Allergiepillen nehmen, Mama? Mir ist eben eine tolle Idee gekommen, Gloria. Ich werde zu diesem Tarten rübergehen und ihm den gesamten Vorrat von diesem Insektensprühmittel abkaufen. Ui, wundervolle Idee. Die Blumenausstellung ist ja erst in einem Monat. Und bis dahin ist die arme kleine Tammy-Rose von dem Ungeziefer Ratzeputzekarl aufgefressen. Ja, du hast es erfasst, mein Kind. Raffiniert. Teufel nochmal, müsst ihr meine Rosen anknabbern? Geht doch woanders hin. Hallo, Mr. Tarten. Ja? Ach, Mr. Tarten, ich wollte noch mal mit Ihnen über dieses besondere Sprühmittel sprechen. Was ist denn damit? Sie wissen ja, ich habe schon viele von diesen Sprays versucht, aber keines von allen ist so wirksam und kräftig wie das Ihre. Sie sind wohl für scharfe Sachen, ne? Tja, also Mrs. Tate, ich verkaufe das Glas für 50 Cent. So wie ich Sie einschätze, sind Sie nicht hergekommen, um nur drum rumzureden. Sie wollen mehr von dem Zeug, was? Sie sind ein kluger Mann. Sie haben mich gleich verstanden. Ich will alles, was Sie auf Lager haben. Ist denn das die Möglichkeit? Sie wollen meinen ganzen Vorrat kaufen? Ich sagte es bereits, Mr. Tarleton. Jedes volle Glas von dem Mittelchen will ich. Und auch während der nächsten 30 Tage alles, was Sie noch davon produzieren. Ah, ich verstehe. Sie wollen auch Ihre Freunde damit versorgen. Wie kommen Sie darauf? Nein, ich denke überhaupt nicht daran. Ich will das alles nur für mich haben. Ich verstehe, liebe Mrs. Tate. Sie haben es ganz dick hinter den Ohren. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie haben es gleich rausgehabt, dass das die beste Ware ist, die im Augenblick auf dem Markt ist. Da wäre noch etwas, Mr. Tarten. Es soll niemand etwas davon erfahren. Im Besonderen nicht Mr. Brenn. Sie können sich denken, warum nicht? Ein Geschäftsmann wie ich ist wie ein Doktor oder ein Rechtsanwalt. Alles wird streng vertraulich behandelt. So was nennt man Berufsgeheimnis bei uns. Sehr gut. Jetzt kannst du deine Augen verdrehen. Guck dir mal diese hübschen Bildchen an. Mrs. Tate hat unseren ganzen Vorrat aufgekauft. Mrs. Tate? Hörst du schwer, dass was fertig ist, füll auf Gläser, dann mach Feuer unterm Kessel. Sie kauft uns alles ab, was wir diesen Monat noch herstellen. Lavinia Tate? Ja, und alles will sie selber saufen. Die muss eine so ausgepichelte Kehle haben. Dagegen sind wir beide die reinsten Blaukreuzer. Tammy, Ihrem Onkel scheint die Arbeit bei uns richtig Spaß zu machen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Sie glauben gar nicht, wie froh ich darüber bin, Mr. Brent. Ich habe Ihnen zwar eingeredet, ihn einzustellen, aber ich habe kein gutes Gewissen dabei gehabt. Wissen Sie was? Ich werde ihm das persönlich sagen. Sowas ist immer gut. Oh, Mr. Brent, darüber wird er sich bestimmt mehr freuen als ein Vogel über einen Regenwurm. Guten Abend, Sheriff. Was machen Sie denn guten hier Abend, bei uns? Guten Abend, Tammy. Guten Abend, Mr. Brent. Guten Abend, Sheriff. Tammy, ich habe die ganze Gegend abgesucht. Überall da, wo möglicherweise eine Schnapsbrennerei sein könnte. Ich kann einfach machen, was ich will. Alle Spuren führen immer wieder zu Ihrem Onkel Carl Pepper Tarleton. Das ist bestimmt ein Irrtum, das mit Tammys Onkel. Er ist ein gewissenhafter, fleißiger Arbeiter. Das kann ich Ihnen bestätigen. Ja, aber ich... Können Sie denn nicht endlich damit aufhören, den armen Onkel Carly zu verdächtigen, Sheriff? Wo steckt er denn überhaupt, dieser alte Gauner? Tja, wir suchen ihn auch. Wir waren auf dem Weg zu ihm. Vielleicht ist er drüben im Geräteschuppen.
Ja, klappt alles? Ja, ja. Onkel Carly, Mr. Brain, wollte dir... Ach, hey. Was machen Sie denn da? Was ist denn das? Schönen guten Abend, Carly. Na, du fleißiger und gewissenhafter Arbeiter, du. Wie geht's denn, Milan, Mr. Brent? Na, Sheriff? Tja. Würden Sie mir glauben, Sheriff, wenn ich Ihnen sage, dass das ein Laboratorium zum Experimentieren ist? Ich lass mich nicht mehr an der Nase rumführen. Ein misstrauischer Mensch. Das ist eine kochende, brodelnde, dampfende Schnapsbrennerei und nichts anderes. Es stimmt, du weißt ja mit sowas Bescheid, Herr Milan. Es wäre ja auch zwecklos, wenn man Leute beschwindeln wollte, die so klug sind wie Sie, Mr. Brent und der Sheriff. Ich hab dich gewarnt, Hank. Jetzt hat man dich auf frischer Tat ertappt. Was, mich? Na ja. Versuch nun bloß nicht, die Schuld auf den anderen abzuwälzen. Ich muss mich ja für so einen Verwandten schämen, in Mr. Brents Schuppen Schnaps zu brennen für deine verkommenen, nichtsnutzigen Freunde. Nun mach aber mal einen Punkt, Timmy. Du kannst doch Mrs. Tate nicht verkommen nennen. Mrs. Tate? Hörst du? Hat dich doch keiner gefragt, was reißt du dein blödes Maul auf? Ich habe einen heiligen Eid geschworen, dass ich Mr. Brent nicht verrate, dass sie unseren ganzen Schnaps aufgekauft hat. Lavinia Tate? Ja, aber... Na, hoffentlich hat der alte verrückte Tate noch mehr von dem Zeug für mich. Ich habe schon alles bis auf den letzten Tropfen aufgebraucht. Mama, ich verstehe dich wirklich nicht. Warum gibst du diesen Unsinn nicht auf? Dein Zustand verschlechtert sich von Minute zu Minute. Gloria, eine Tate gibt niemals auf. Ach, Mr. Charlton. Aber das ist doch Mrs. Tate. Sie soll nur kommen, ich will mit ihr sprechen. Es ist genauso strafbar, so einen Schnaps zu kaufen, wie ihn zu brennen. Warten Sie noch einen Moment, Sheriff. Meines Wissens hat Mrs. Tate nie in ihrem Leben getrunken. Sie müsste sich plötzlich geändert haben. Lassen Sie mich zuerst mit ihr sprechen. Hm? Von mir aus, weil Sie es sind, Mr. Brent. Aber ich muss bitten, keine Tricks. Denn Mrs. Tate hat sich ebenso schuldig gemacht wie unser Kalli hier. Ich verstehe, Sheriff. Kommen Sie, Tammy, wir wollen rauskriegen, was hier los ist. John, was machen Sie denn hier? Also nein, Sie hätte ich am allerwenigsten hier erwartet. Guten Abend, Lavinia. So ein Pech. Wir waren ein Stückchen spazieren. Ach du meine Güte. Mrs. Tate scheint sich aber ganz schön die Nase begossen zu haben, was? Mhm. Ja, also Gloria und ich wollten etwas frische Luft schnappen und sind etwas spazieren gegangen. Dabei sind wir wohl etwas vom Wege abgekommen. Lavinia, wir wissen genau, warum Sie hergekommen sind. Wollen Sie damit sagen, dass Sie alles wissen? Ja. Sie brauchen es von mir nicht mehr zu verheimlichen. Wirklich, John, ich schäme mich. Ja, so glauben Sie mir. Darüber würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Wir sind doch Ihre Freunde. Oh, John, Sie waren zu mir immer so verständnisvoll, so hilfsbereit und edel. Sie können mir ja gar nicht verzeihen, nachdem ich mich so hässlich Ihnen gegenüber benommen habe. Kauf Ihnen das Zeug vor der Nase weg, noch dazu von Ihrem eigenen Gärtner. Mrs. Tate, Sie dürfen das nicht so schwer nehmen. Der Teufel führt uns alle irgendwann mal in Versuchung. Ich weiß das von mir. Wenn ich an einem Kaugummiautomaten vorbeigehe, muss ich mich immer schwer beherrschen. Es ist sicher schwer, der Versuchung zu widerstehen. Aber mussten Sie dem Mann denn alles abkaufen? Jeden Tropfen, den er hergestellt hat? Ich musste mir einfach mehr davon verschaffen. Ich war völlig verzweifelt. Besonders als ich anfing, jeden Morgen diese abscheulichen, krabbelnden Viecher zu sehen. So schlimm ist es schon? Ich fürchte ja, John. Lavinia, der Sheriff wartet auf Sie da drin. Der Sheriff? Sie sollen wissen, dass ich zu Ihnen halten werde, was auch kommen mag. Und dass ich alles Erdenkliche tun werde, damit Sie die nötige Hilfe bekommen, die Sie brauchen werden. Hilfe, die ich brauchen werde? Er weiß nämlich auch alles über Sie. Wir sind soweit, Sheriff. Sie können jetzt kommen. Ihr rührt euch nicht vom Fleck. Leider muss ich meine Pflicht tun, Mrs. Tate. Aber Sie werden eine faire Gerichtsverhandlung bekommen. Gerichtsverhandlung? John, will er damit sagen, ich bin verhaftet? Tut mir leid, Lavinia, aber dagegen bin ich machtlos. Aber um Himmels Willen, was will man denn von mir? Was soll ich denn verbrochen haben? Sie werden von Amts wegen beschuldigt, sich beim Vertrieb von Spirituosen auf illegale Weise betätigt zu haben. Mit anderen Worten, Sie haben gebrannten Schnaps von dem Gauner gekauft. Sie wollen doch nicht etwa behaupten, das Zeug, das ich von ihm gekauft habe, ist Alkohol. Aber ich habe es doch als Rosensprühmittel benutzt. Natürlich. Man braucht Sie nur anzusehen und weiß, wofür Sie es benutzt haben. Oh, ich verbitte mir das. Ich habe einen sogenannten Rosenschnupfen. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe das Zeug nur dazu benutzt, um meine Rosen zu besprühen. Also das muss man ihr lassen. Lügen kann die wie gedruckt. Von der können wir noch eine Menge lernen. Seien Sie vernünftig, Lavinia. Versuchen Sie nicht zu leugnen. Es hat keinen Zweck. Ich besorge Ihnen den besten Anwalt, den es gibt. Und das mit Ihrer Alkoholsucht kriegen wir auch hin. Das ist heutzutage kein Problem. Fangen Sie doch nicht immer wieder damit an. Sie benehmen sich einfach lächerlich. Ich sag Ihnen doch, es ist ein Rosensprühmittel. Ist da von diesem Zeug drin, das ich auch habe? Ja, Madame, aber... Los, gehen Sie mal weg. Jetzt werde ich es euch zeigen. Nichts zu sehen. Doch, jetzt bin ich aber platt.
Es ist wirklich ein Rosensprühmittel. Sie wollten mir ja nicht glauben, Sheriff. Haben Sie mir nicht etwas zu sagen? Was soll ich sagen, Mrs. Tate? Ich muss Sie vielmals um Entschuldigung bitten. Los, ihr kommt trotzdem mit. Sie stoßen. Es tut mir aufrichtig leid, Lavinia. Das glaube ich, das muss es auch. Mich für eine Quartalsäuferin zu halten. Ich bitte nochmals um Verzeihung. Es war eben alles ein unglückliches Missverständnis. Typisch, Mann. Damit soll alles vergessen sein. Und so schnell kann ich Ihnen nicht verzeihen, dass Sie auch nur eine Sekunde daran geglaubt haben, ich wäre eine notorische Alkoholikerin. Bitte, Mrs. Tate, schimpfen Sie doch nicht so mit Mr. Brand. Er musste ja sowas annehmen, weil Sie doch Onkel Cullys gesamten Vorrat aufgekauft haben. Sie sollten sich da lieber raushalten. Wenn Ihr raffgieriger Onkel dieses widerliche Zeug nicht als Rosenspray verkauft hätte, wäre das nie passiert. Ja, Tammy hatte etwas gesagt, was ich mich auch schon gefragt habe. Warum wollten Sie eigentlich alles aufkaufen, was er hatte? Weil ich, naja, ich wollte, ich möchte mich darüber nicht äußern. Wäre es möglich, dass Sie es nur deshalb wollten, damit die Tetrose eine Chance auf der Blumenausstellung hat? Mrs. Tate würde nie so etwas Hinterhältiges und Abscheuliches tun. Eigentlich wollte ich Sie ja damit überraschen. Ich will nämlich meine Tetrose von dem diesjährigen Wettbewerb zurückziehen. Ich habe so viel Preise gewonnen und da habe ich mir gedacht, ohne jede Konkurrenz hat vielleicht Ihre Sumpfrose seine kleine Chance. Hm? Komm, wir gehen, mein Kind. Tja. Tja, sieht aus, als wärst du mir wieder mal durch die Lappen gegangen, Cully. Sheriff, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das Ungeziefer nicht nur stirbt, sondern auch noch glücklich stirbt? Ja. Sie sind ein chemischer Zauberer, Cully. Ich glaube kaum, dass Sie ihm verbieten können, das zu fabrizieren und zu verkaufen. Ja, Sie haben recht, Mr. Brent. Da gibt es aber eine Bestimmung, die muss strikt befolgt werden. Ich bin ganz Ohr, Sheriff. Auf jedes Glas muss ein Etikett geklebt werden mit der Aufschrift Gift. Für menschlichen Genuss unbrauchbar. Oh, es darf ja nicht wahr sein, zum Teufel mit diesem Mist. Mein Onkel Cully muss ganz schön im Druck gewesen sein. Das kann man wohl sagen. Der Sheriff konnte ihm aber nichts am Zeug flicken. Es kann nun mal kein Mensch behaupten, dass Rosensprüh herstellen keine anständige, ehrliche Arbeit ist. Weißt du, ich habe nur eine Befürchtung. Wenn Cully damit viel Geld verdient, wird er unausstehlich und gibt an wie ein Sack voll Flöhe. Kinder. Oh. Onkel Cully, ist das etwa dein Experimentierlaboratorium? Ja. Mein Geschäft ist kaputt. Dem Himmel sei Lob und Dank. Was ist passiert? Es hat sich herausgestellt, dass mein Mittel das Ungeziefer nicht umgebracht hat. Aber ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, dass sie tot waren. Von wegen tot, die waren nur ein paar Stunden besoffen. Wenn sie dann mit ihrem Mordskater wieder aufgewacht sind, waren diese gemeinen Biester gefräßiger und hungriger als je zuvor.